Ja, willkommen bei Hornet on Tour, wie ihr gerade seht. Polizei, Blaulicht vor meiner Nase. Oh Gott, was habe ich bloß angestellt? Nein, keine Angst. Also wir sind jetzt gerade wie jedes Jahr auf der Mogo. Und diesmal sind 700 Bikes dabei, also ein bisschen über 700 Bikes. Wahnsinn, wie jedes Jahr ist das ein Event durch und durch hier in Greifswald. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 450 und dieses Jahr sind wir über 700 Bikes drauf. Das ist schon mal Wahnsinn. Und jetzt sind wir jetzt gerade auf der Ausfahrt, aber vorab zeige ich euch noch, wie alles hier reinkam. Ne? So, viel Spaß mit dem Filmchen. Wir melden uns dann gleich wieder.
Ja, wie ihr seht, alles durchorganisiert durch die Polizei. Es wird hier angehalten, so dass wir freie Fahrt haben. Immer ein Highlight für die ganzen Zuschauer. Die ganzen chromblitzenden Motorräder, die Krachmacher, also Streetfighter und auch alles war dabei von Trike. Habt ihr ja im Video ja mitgesehen, also bunter gemischter Haufen. So, vorne wegfahren, fährt natürlich die Polizei. Und hinter fahren natürlich die Ordner, die Bottenbiker. Und dahinter fährt der Pastor Uwe Stiller. Schöne Grüße an Uwe. Und dann geht der Korso weiter hier mit den 50 Kubik Maschinen und danach reihen sich dann die anderen Maschinen rein. Also wir werden dann ungefähr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h haben. Für manche ziemlich stressig. Ja gut, einmal im Jahr kann man es machen. Und für den Spaß sind wir eigentlich immer gerne zu haben. Ja, wie ihr seht, es ist eigentlich sehr gut organisiert durch die Polizei Greifswald. Also da sagen wir recht herzlichen Dank, dass das so klappt. Also das hatte ja schon letztes Jahr gut geklappt. Und wie gesagt, von uns Bottenbikern geht da auch ein großer Dank hinaus für die super tolle Arbeit der Polizei. Man muss sie auch mal loben und nicht immer andauernd meckern über die Kollegen. Und ja, dann werden wir mal sehen, was die Dinge noch bringen. Und genießen wir mal die Fahrt hier.
Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigt, aber das schlängelt sich bis da oben hin. Ja, ist klassisch. Ja, da haben wir eine kleine Schwalbe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Über ein Like natürlich auch. Also, oder ein Kommentar. Das wäre dufte. Schreibt euch nochmal rein, ob ihr mit dabei gewesen seid oder wie ihr das findet. Da möchte ich gerne eure Meinung dazu hören. Alles andere findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung natürlich drin. Und ich sage erstmal, bis dahin, macht's gut, euer Hornetour Tour. Und ich werde das hier mal so weiterlaufen lassen. Mal schauen, ob wir da, wie weit wir da noch ein paar Bilderchen kriegen. Bis dann, tschüss.